Dann you are butchering my base! Warten Sie, Monsieur, ich filetiere Sie ganz kurz. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle. Nein! Doch! Oh! Alles klar! Hi, ich bin Martin Fischer und ich versuche heute das Unmögliche. In einer Musiksoftware an einem Projekt mit einer anderen Person arbeiten. Und das übers Internet. Versucht es euch bildlich vorzustellen. Ihr sitzt in eurem Zimmer, in eurem Studio, wo auch immer. Und die andere Person sitzt in einem ganz anderen Zimmer. In einem ganz anderen Gebäude. In einer ganz anderen Stadt. In einem ganz anderen Land. Auf einem ganz anderen Planeten. Und da ist ja das Problem, dass man das immer erst dann aufnehmen muss. Da muss man das speichern oder exportieren, dann der Person zuschicken. Dann ist das Dateiformat falsch und dann muss man wieder von vorne. Oder man verschickt die ganze Projektdatei, dann kann die andere Person das aber nicht öffnen, weil es irgendwie ein Update-Fehler und... All diese Probleme gehören ab sofort der Vergangenheit an. Denn jetzt gibt es Soundtrap aus dem Hause Spotify. Soundtrap ist eine tolle Musiksoftware, die im Internet stattfindet. Also in eurem Browser, zu Hause, auf da. Auf dem Rechner. Wo sonst finden Musiksoftware statt? Zum Beispiel... Oh, das ist aber ganz schön dreckig. Zum Beispiel auf eurem Telefon. Auch da lässt sich Soundtrap installieren. Und ihr könnt dann völlig egal mit wem, Hauptsache ihr habt diesen Menschen eingeladen, dann zusammen Musik machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein irgendwie gearteter Rechner oder ein Smartphone oder Tablet. Stabiles Internet. Und vielleicht noch ein USB-Keyboard oder eine Gitarre. Theoretisch braucht ihr aber nicht mal das. Man kann mit der Tastatur seines Endgerätes auch Sachen einspielen. Wenn man also etwas aufgenommen hat und man möchte das mit seinem Partner oder seiner Partnerin in Crime teilen, dann klickt man auf Sichern und dann ertönt für ihn oder sie ein kleines Leckerli-Glöckchen und dann können die sich das anhören. Und genauso umgekehrt. Und so kann man sich dann durch komplette Songstrukturen zusammen durchklingeln und irgendwann ist man... hoffentlich auch fertig. All das habe ich einem strengen Test unterzogen. Und zwar mit meinem guten Freund, dem erstaunlichen Robert Sladecek. Aus München. Zum Studio. Ich drücke auf das Plus. Wird geladen. Wollen wir Patterns Beatmaker testen? Testen wir jetzt Patterns Beatmaker. Na okay, gut. Jetzt kann ich hier direkt irgendwie so einen coolen Beat reinklicken. Ich mach das mal. Ein paar Sekunden später. Loopen, loopen, loopen. Okay. Ich hab die Küchenglocke schon bekommen. Okay. Ist das ein Tempo, mit dem du dich wohlfühlst? Ich bin eigentlich eher so 95. Nee, komm, dann gehen wir auf 100. Finde ich eine gute Idee. So. Ja, 100 ist gut. Ich werde es gleich mal wagen, hier ein echtes Instrument reinzu. Nein! Doch! Oh. So, wir gehen hier in Gitarre und Bass. Bass Elektrik. Achso, nein, das sind Samples. Ich muss runter in die Gitarre und Bass Amps. Oh, der sieht aber schick aus. Ja, der ist gelb. Jetzt Sync. Also ich möchte den jetzt hier an dem hinteren Part, da möchte ich eigentlich das Ende von dem hier nehmen. So, und zwar hier hin. So, ich kopiere den ganzen Kram jetzt einfach mal so. Speiseglocke an Robert, ping! Es macht tatsächlich hungrig. Achso, ja, du bist dran. Ach ja, ich muss hier mal ganz kurz mein Keyboard einschalten. Das Gerät funktioniert! Na, vielleicht ist eher hier so ein Rhodes angebracht. Machst du Flächen? Ja, ich glaube, sowas nehme ich. Das ist ja der Hammer. Ich ändere den Sound nochmal. Ja. Kopiere ich jetzt, beziehungsweise ich kann es ja auch loopen. Und hier kommt das Glöckchen. Oh, ich, mir fällt gerade auf, ich müsste noch was ändern, mal schnell. Riechst du mit Konventionen? Tonhöhe ändern. Oh, geil, ich kann sogar die Tonhöhe von Audio ändern. You are butchering my bass! Warten Sie, Monsieur, ich filetiere Sie ganz kurz. Na, da sind wir aber mal alle gemeinsam gespannt. Alles klar! Ja, ich glaube, das wird dir gefallen. Everyone in the house, y'all feeling good? Great. Ist das Bootsy Collins oder was? Sie sind dran mit einem Instrument ihrer Wahl. Das wird die Gitarre. Das ist aber schön. Ist das geil, ey. Warte, ich mach noch eine Bonusrunde. Ach ja, dann, also bitteschön.
Ja, wunderbar. Hier, synchronisieren. Ich habe in der Zwischenzeit hier eine Pianospur bzw. Synthesizerspur eröffnet. Es ist besser aufgenommen. 1, 2, 3, 4. Ich will mal gucken, ob ich da noch so ein Delay entzaubern kann. Oder ein Chorus, auch geil. Vielleicht kriegt man ein bisschen mehr Abwechslung rein in diese Nummer hier, wenn wir den Kollegen etwas nach unten packen. So. Ah! Hello, Bruno. Hier ein Percussions. Tap. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre ein Stuhl in Wirklichkeit. Das, was so klingt wie so ein Feuerzeug. Und da war so ein Klappern. So wie so ein Stick. Da. Ja. Weißt du was? Hier gibt es einen 3D-Effekt. Wir nehmen den 3D-Effekt. Bisschen verschieben den Kram und vielleicht unter die Drums. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, noch eine Drumspur zu machen, aber mit. Das wäre auch geil, wenn du statt dem Glöckchen immer so ein. Das ist die Pro-Version. Das einstellen, ob es der Zug oder die Glocke ist. Oder die Zugglocke. Pfefferschein mit Doppler-Effekt. Ich finde das gerade sehr angenehm gefühlt. Ich würde jetzt sagen, dass wir schon mal so ein bisschen Text schreiben könnten. Voll. Warum abonnierst du nicht zwischendurch einfach meinen Channel? Ich weiß genau, dass 50% der Leute, die immer wieder herkommen, um meine Videos zu schauen, gar nicht abonniert haben. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Also bitte, abonnier den Channel. Zusammen können wir das doch hinkriegen, dass auf 700.000 dieses Jahr aufgestockt werden kann. Die Version von Soundtrap, die wir hier benutzen, ist die kostenlose Version. Das impliziert ja schon, dass es auch eine kostenpflichtige Version gibt. Es gibt sogar verschiedene Abo-Modelle, von denen soll hier aber heute nicht die Rede sein. Mit einer Person als Kollaborateur ist es aber noch lange nicht zu Ende. Man kann sich mehrere Personen einladen, mit denen man dann schön zusammen musizieren kann, mit denen man das teilen kann. Und das ist ein wunderbares Miteinander, das macht richtig Spaß, das verbindet, weil Musik generell verbindet und mit Soundtrap ist das auch hervorragend möglich. Das gibt einem so ein richtig warmes Gefühl. Ich finde das toll. Kleiner Hinweis am Rande, checkt die Videobeschreibung ab, da ist ein Link, der führt euch direkt zu Soundtrap. Meldet euch da an und entdeckt die wunderbare Welt von Soundtrap. Und jetzt weiter im Text. Robert, du hast dir einen Text überlegt, ne, den ich jetzt... wo ist der? Ist der schon da? Postest du den in den Chat? Ja, ich mach den kurz mal rein. Warte, ich kopiere den schnell hier rüber. So. Ist auch nicht viel, kannst du wiederholen, ne? Haben wir richtig Mühe gegeben. Okay, bevor wir den jetzt da einbetten, machen wir erstmal ein bisschen Arrangement, ja? Also, wie fängt das an? Das fängt ja jetzt nicht so an wie... Sondern vielleicht erstmal nur so das Wurli und diese Softhorns. Das ist gut. Okay, geil, dann schiebe ich das jetzt hier mal. Und dann wäre meine Idee noch, dass wir da so ein bisschen noch Hall drauf machen. Also vielleicht tun wir es auf eine eigene Spur und machen nochmal so einen Delay-Reverb-Effekt drauf, damit wir dann erstmal von einem ganz schwammigen zu einem konkreten, dryen Beat kommen. Das ist sehr gut, aber ich würde sagen nur 4 Takte. Ja. Das klingt richtig cool. Okay, und dann muss irgendwie so... Ah, geil, der humpelt jetzt zwar ein bisschen, der Phil, aber ist cool. Die Treppe runter. Kann man hier nicht auch ein bisschen Reverb auf diese Claps machen? Das ist, ja. Oh yeah! Gibt's hier so Sounddesign-Elemente? Nimm das so Plinky-Plinky-Coins, die so runterfallen. Ja. Ne, my cool. Money don't. Du weißt schon. Stimmt! Okay, gut. Money. Ja. So, ja, sowas ja, könntest du noch aufnehmen, stimmt. So ein bisschen so durch die Schale wühlen während der kompletten 4 Takte zum Schluss. Und jetzt mache ich mal hier so eine Vocalspur auf. Stimme und Mikrofone. Ah, yeah. Roberts, Lady Shack and Marty Fisher. Where's all my money gone? My money don't jiggle jiggle. It phones. I like to see you wiggle wiggle. For sure, it makes me wanna dribble dribble. My money don't jiggle jiggle. It phones. I like to see you wiggle wiggle. For sure, it makes me wanna dribble. Jetzt, was hast du gesagt? Slapback, ne? Jiggle jiggle. It phones.
Ja, nice. Tingeling. Was mein Wunsch jetzt an dich ist, und zwar mach doch bitte das ganze Ding aber zweimal und dann panst du dich hard left right. Alright. Ja, das ist doch lustig. Dann haben wir doch unseren Song hier. Ich würde gerne noch nach so einem Vinyl Cracking oder wie das heißt. Das ist doch schön. Robert, ich frage dich hier und jetzt. Bist du bereit für die offizielle Weltpremiere von unserer Interpretation von My Money? Los geht. Ah, yeah. Roberts, Lady Shack and Marty Fisher. Where's all my money gone? Where's all my money gone? My money don't jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me wanna dribble, dribble, you know. Riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" and a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Where's all my money gone? Where's all my money gone? Na, habt ihr jetzt Bock auf Soundtrap? Also ich werde auf jeden Fall das noch ein bisschen abchecken mit meinen Freunden around the globe. Klickt in die Videobeschreibung, da ist der Link zu Soundtrap. Meldet euch an, ladet Freunde ein und macht mit ihnen wunderbare Musik, denn dafür ist Soundtrap gemacht. Es ist einfach ein wunderbares Tool. Vielen Dank an Spotify für die Unterstützung dieses Videos. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, liked das Video und schreibt einen Kommentar, wie euch diese Version von My Money Don't Jiggle Jiggle gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Es gibt übrigens noch andere Videos, die ihr jetzt gucken könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Soundtrap ist eine... ja, was ist es denn? Eine Kartoffel? Eine Aubergine? Eine Mietvertragsverlängerung? In der Link ist eine Videobeschreibung. Verflucht noch eins!